Noch haben sie nichts gefunden, doch die Suche geht weiter. Bei einer Großrazzia im Berliner Bezirk Neukölln führen Ermittler Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden durch, das im vergangenen Jahr die Kunstszene erschütterte. Hinweise auf die damals gestohlenen Juwelen haben die Ermittler noch nicht. Doch drei Verdächtige aus dem kriminellen Berliner Clan-Milieu wurden festgenommen. Nach drei weiteren Verdächtigen wird noch gefahndet. Alle seien der bekannten Familie Remo zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft Dresden ist nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass die entwendeten Schmuckstücke wiedergefunden werden können. Die Razzia laufe auch noch. November 2019 waren Einbrecher durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe im Residenzschloss in Dresden eingedrungen. Binnen wenigen Minuten stahlen sie aus einer Vitrine historischen Juwelenschmuck aus dem 18. Jahrhundert von hohem Wert.